Herzlich willkommen zurück hier bei Craft World. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen dafür gesorgt, dass das Dach aufgebaut wird, für die Schmiede steht und ich grab hier unten gerade den Tunnel ein Stück weiter. Den Zombie haben wir erfolgreich eingemauert hier, das ist nice und ich sehe mich jetzt einfach mal hier um, was uns hier so erwartet. Okay, dieses letzte Stück Leiter, das haben sie natürlich überlassen. Grenzgenial, meine Zwerge. Na gut, dann baue ich dir hier noch eine Leiter hin und dann kannst du die obere Leiter abbauen. Was haltet ihr davon? Ist das ein Deal oder was? So, wir brauchen auf alle Fälle Eisenerz. Hier wäre zum Beispiel noch eines. Das ist auch alles noch Eisenerz. Achso, hier muss ich vorsichtig sein, damit ich nicht zu den Käfern durchbreche. Das könnte ungemütlich werden. Dann kommt hier noch ein Minenportal rein. Hier sind fleischfressende Pflanzen gewachsen. Die werden wir auch gleich mal wegballern. So, und theoretisch müssten wir jetzt schon genau 3 eiserne Spitzhacken haben. Die könnten wir mal austauschen. Eine für Dory, eine für Dvorin und eine für Haragin. Was könnten wir denn sonst noch bauen? Eisenäxte. Aber wie gesagt, da brauchen wir erst Eisen und dann kommen wir erst zu Basic Weaponry. Und das ist dann mal wirklich wichtig, denn wir wollen ja stärker werden. So, hier werden die Pflanzen geschlachtet. Und da oben läuft so ein dicker Eumel rum, direkt im Goblin-Lager. Scheinen befreundet zu sein, haben wir auch dieselbe Hautfarbe. So, wo geht's denn hier runter? Interessant. Sieht man nur relativ wenig. Ich setze hier auch mal eine Fackel hin, nach Möglichkeit. Beziehungsweise hier kommt noch eine Leiter hin, damit man da besser raufkommt. So. Was haben wir eigentlich zurzeit für Aufgaben? Advanced Ironworks und Bauernwirtschaft sollen wir betreiben. Ja, aber dafür müssen wir erstmal ein Weizenfeld finden. So, das kann auch weg. Da könnt ihr mal wieder ein bisschen was ernten und abhacken, wenn ihr wollt. Wie sieht es beim Komfort aus? 38. Und ein neues Wesen. Giant Ant. Okay. Ich dachte, die hatten wir schon gefunden. Wo ist sie denn, die Giant? Achso, sind das die da? So. Und hier ist haufenweise Kohle, so wie es aussieht. Und da kommt gerade ein Zombie runter. Hier ist auf alle Fälle Eisenerz. Ah ne, da ist die Giant Ant. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Ja, hier ist haufenweise Kohle und noch ein ganzer Haufen Eisenerz. Das ist super. Das werden wir hier alles schön abbauen, wenn sich das irgendwie ausgeht. Und unsere Mine somit ein bisschen weiter treiben. Den könnt ihr übrigens mal angreifen. Das wäre super. Und den bei Gelegenheit dann auch mal. Ist ja nur ein kleiner Zombie. Der macht jetzt nicht weiter einen großen Unterschied aus. Wo ist denn eigentlich der Zombie hin, der hier rumgelaufen ist? Keine Ahnung, ey. Naja, kann nicht so wichtig gewesen sein. So, das Portal muss ich verlängern, so wie es aussieht. Die wollen hier alle fröhlich mitarbeiten. Ah, die versucht den Block dazu zu zerstören. Seht ihr das? Bin gespannt, ob sie das auch schafft, ob die sich freigraben kann. So, da haben wir Kohle. So, schön langsam. Da sind noch mehr Geister. Hey, Geist. Hey, du stehst doch direkt daneben. Kannst du den mal fertig machen? Danke. Mann, Mann, Mann. Haben wir mittlerweile wieder Eisenerz? Jawohl, haben wir. Das heißt, es wird jetzt gleich weiter geschmiedet. Spitzhacken oder... Nein, ich mach mal Eisenaxt. Da braucht man weniger Eisen für. Holz haben wir ja zu Genüge, das ist gut. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Zwerge sind wir. Das muss jetzt allerdings erst hergestellt werden in der Schmiede und dann können wir es erst ausrüsten. Aber das wisst ihr ja, falls ihr mittlerweile, oder falls ihr da schon fleißig zugeschaut habt.
Ah ja, die kann wirklich sich freigraben. Na, dann wird sie irgendwann freikommen. Dann haben wir unseren Spaß mit der Kleinen. Kann das der Zombie auch? Nee, der steht nur da und schaut doof. Das wird unser Hauszombie. So, das hier wird auch noch alles abgebaut. Bitteschön. So viel wie möglich wollen wir hier mitnehmen aus dieser Mine. Ja, wenn es dann weiter unten, weiter nach unten geht, werden die Gegner auch immer stärker. So ähnlich wie bei Terraria. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Oh, ein Buch. Jagdbuch. Sehr schön. Ja, auf die Jagd müssen wir auch mal wieder gehen. Ich wollte gerade sagen... Oh, nice. Schafe. Schafe jagen wir mit Portalen neuerdings. Weil dann gibt's wieder Wolle und ich kann meinen Zwergen dann noch ein paar Rucksäcke machen. Na komm. Sehr schön. Haut die Schafe platt. Es wird Zeit, dass wir bald Schwerter kriegen oder Morgensterne oder so. Okay, hier gibt's nichts mehr. Gibt's hier irgendwo drüben vielleicht auch noch Schafe? Ja, hier ist noch eins. Okay, das kommt sogar zu uns rüber. Ich markiere das auf alle Fälle mal, dann kann sich ja kümmern drum, wer will. Okay. Ja, ansonsten gibt es ja nur noch die Wildschweine, die sind mir dabei relativ egal. Wir haben ja noch Essen. Ja, Essen ist noch genügend da. So, unsere Äxte werden hergestellt, sehr gut. Apropos Wildschwein, das könnt ihr auch mal platt machen, wenn es schon direkt vor der Haustür parkt. Okay, da kommt keiner hin. Ich brauche hier mal ein paar Fackeln. Hä? Wohin läufst du denn? Ah, Goblins. Okay. Hätten wir dieses Goblin-Problem auch gelöst. Ich glaube, ich mache dann mal das Camp platt, ganz ehrlich. Ja, ja, ich werde angegriffen. Goblin ist tot. So, und der Häuptling hier, um den kümmern wir uns jetzt auch, beziehungsweise... Okay. Wir machen jetzt einen kleinen Großangriff oder einen großen Kleinangriff, je nachdem, wie man es sehen will. Jetzt machen wir erstmal das Lager hier platt und dann haben wir hier... müssen wir uns nicht mehr dauernd um diese doofen Goblins kümmern. Das wäre ja zumindest ein Vorteil. So, achso, das Eisenerz kann man nicht abbauen. Das wurde uns ja schon gesagt. So, wie seid ihr denn noch immer dabei? Ja, okay, der hackt da noch fröhlich drauf rum. Ist okay. Und dann kann ich mich hier auch mal ein bisschen ums Terraforming kümmern. Ja, langsam. Langsam, aber sicher wird das hier platt gemacht. Okay. Die Bäume vor der Haustür sind auch wieder so eine Sache. Mann, Mann, Mann. Um was man sich hier alles kümmern muss, sage ich euch. So, jetzt kommen langsam die anderen Zwerge auch dazu. Und das Lager wird hier quasi dem Erdboden gleich gemacht. Ich frage mich, ob da auch was rausdroppt. Wir werden es gleich sehen. Na? Na komm schon. Oh ja, wir kriegen da einen Eimer und eine Werkbank und lauter solche Sachen. Das ist cool. Achso, der Käfer ist das, der uns jetzt... wo wir jetzt angegriffen werden. Sehr schön, weil dann können wir uns nämlich hier nach rechts ordentlich ausbreiten. Und können zum Beispiel hier einen neuen... Oh, da ist Weizen. Den ernten wir doch gleich mal. Dann können wir nämlich hier einen neuen Minenschacht runtergraben zum Beispiel. Oder mal problemlos angeln oder so. So, auf alle Fälle sind hier genügend Sachen, die die Leute einsammeln können. Ein ganzer Arsch voll. Ja, und die Bäume könnt ihr auch gleich abpacken. Super. Das war ein Apfelbaum. Auch nicht schlecht. So, wie viele Eisenäxte haben wir denn mittlerweile schon? Das ist hier bei der Ausrüstung. 3 Stück. Okay. Für Dori, für Dworin, für Haragin. Passt schon. Langsam wird das ja alles hier. Haben wir mittlerweile auch wieder Eisenerz? Ja, sehr schön. Dann können wir nämlich gleich noch ein paar Äxte
oder Spitzhacken in Auftrag geben. Genau, machen wir Spitzhacken, wenn wir schon ein bisschen mehr Eisen haben. So, und jetzt haben wir auch geschafft, Advanced Ironworks, also wenn er sie dann hergestellt hat. Und von Advanced Ironworks kommen wir dann zu Advanced Constructing. Fenster, Schindeldach, Gerüste, sehr hilfreich. Brücken und das Achtungsschild. Okay. Aber wir kommen hier auch zu Basic Processing, zu Glas, Ton, Flasche und Öl. Puh, langsam. Also, wenn wir uns das so ansehen, ich meine, ich habe ja noch nicht so viel von der Welt entdeckt, aber selbst das bisschen, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt überhaupt schon spielen, bin, glaube ich, im fünften Part, 5 Parts a 20 Minuten, also eine Stunde 30 bis eine Stunde 45, sowas in die Richtung wird das hier dann schon sein, eher in 1,30. So, jetzt lasse ich sie erstmal hier alles in Ruhe aufsammeln. Apropos aufsammeln, Rucksäcke wollte ich doch mal basteln und wir haben Wolle, aus denen man Seile machen kann. Und zwar haben wir jetzt ordentlich Seile. So, Rucksack, Rucksack, Rucksack. Rucksack. Ich meine, und Holzrüstung könnte ich auch mal machen, aber da brauche ich... Erstmal mache ich Rucksäcke. So, Seil, Seil und Holz brauchen wir dafür. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher gemacht habe. Ich bleib mal bei 4. Und rüste die dann gleich aus. Genau, der hat einen Rucksack. Die Säge kann man auch hier ausrüsten. Echt? Wohin, in welchen Slot geht denn die? Ah, okay. Ist die für einen Holzfäller dann? Steigert Effizienz von Holzfällern das Geschick von Schreinern. Okay, wusste ich nicht. Man lernt nie dazu. Also könnte ich dem hier zum Beispiel eine Säge geben, statt einem Rucksack. Der Magier kriegt einen Rucksack. Okay, habe ich 2 zu viel, aber irgendwann werden wir auch mal wieder neue Zwerge dazu bekommen, so ist es ja nicht. So, und hier, was ist das hier? Der rostige Helm. Rüstung 3. Und was hat so ein Holzhelm? Rüstung 2. Na, sehr schön. Haben wir eigentlich einen Kämpfer oder sowas? Nee, haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, unser Jäger bekommt den. Oh ja, sieht schick aus. Topmodisch. So, jetzt werden hier erstmal hoffentlich alle Sachen eingesammelt. Ich frage mich, wofür diese Schilder hier gut sind. Werde ich schon noch irgendwann rausfinden. Aber jetzt dabei ist es unwichtig. So, es regnet. Auf dem Dach sammelt sich das Wasser, aber nicht in der Wohnung. So wie das sein soll. Ich überlege ja, ob ich hier mal... Ah, Bauernwirtschaft. Ja, wir haben den Weizen eingesammelt. Pflanze einige Weizenkörner und gieße sie mehrmals. Ich werde hier auf alle Fälle mal das Wasser einsammeln. Auch wenn das bei Regen vielleicht nicht das einfachste Unterfangen ist. Aber gut. Und dann kann sich hier jemand um Holz und Beeren kümmern. So, wir haben auch noch nichts mit Eiern gemacht. Apropos, wir könnten auch mal wieder... wir haben massig Fleisch und massig von dem Zeug hier. Aber andererseits, wir haben ja noch genügend zu essen, oder? Naja, ist noch immer genügend da. Oh, und da ist wieder so ein blöder Käfer. So, hier hinten setze ich nochmal ein Portal hin und lasse die Leute hier ein bisschen Kohle abbauen. An das Eisenerz kommen sie ja nicht ran. Dann lasse ich sie hier eine Leiter aufstellen am besten. Oder ich nähere mich dem Ganzen von oben, sozusagen. Das heißt, dass ich hier so lang gehe. Das müsste ja möglich sein. Aufgabe geschafft. Advanced Ironworks. Sehr schön, jetzt haben wir das erledigt. Und ja, wir kommen jetzt zu Advanced Construction. Runde Fenster, Holzbrücke und das Achtungsschild, wie schon gesagt. Und wir kommen zu Basic Weaponry. Das heißt, ich werde jetzt endlich Bögen bauen und einen Morgenstern nach Möglichkeit. Schauen wir mal an, was wir dafür brauchen. Die werde ich hier wahrscheinlich finden. Genau, der Bogen.
brauchen wir Seil und Holz. Das sollte kein Problem sein. Da haben wir genug. Ich würde sagen, ich baue mal 3 Stück. Und dann der Morgenstern ist ebenfalls neu. Da brauchen wir nur Eisenerz und Holz. Das ist relativ günstig. Baue ich gleich mal alle 4, die sich ausgehen. Feuerpfeil, Feder, Harz und Holz. Okay, Feder, da müssen wir einen Huhn killen. Kein Problem. Was haben wir denn hier? Schmiedsschürze, was macht die denn? Steigert Effizienz und Geschick der Schmiede. Brauchen wir Leder und Eisenerz. Eisenerz haben wir gerade nicht da. Kletterkrallen, wofür sind die da? Steigern das Geschick der Kletterer. Und Bogenschützenhandschuhe steigert das Geschick der Bogenschützen, oder? Ja, klar. Okay. So, hier wird fleißig gewerkt. So, das kann mittlerweile auch abgetragen werden. Ja, ich verlängere das Portal jetzt auch gleich. Die haben da nämlich noch genug zu tun. Es ist mittlerweile wieder Nacht. In einer halben Stunde kommt erst die nächste Monsterwelle. Also haben wir, ja, können wir uns noch gut genug ausrüsten hier. Ich überlege gerade. Können wir Basic Processing Glas, Ton, Flasche, Öl. Wie macht man denn Glas, bitteschön? Hier, Glas, braucht man Kohle und Sand. Wie viel Kohle haben wir? Genug. Wie viel Sand haben wir? Nicht genug. Okay. Was kann man denn sonst noch machen? So, also das war das Glas. Ton macht man aus Wasser und Erde. Na, das ist ja wiederum kein Problem. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir Ton brauchen, aber Wasser und Erde haben wir ehrlich gesagt genug. Und hätten fast geschafft, das Basic Processing zu knacken. So, und Öl macht man, braucht man eine Flasche, Beeren und Stein. Und für eine Flasche braucht man Glas und Kohle. Ein Glas, achso, Glas muss erst in der Schmiede hergestellt werden. Ich verstehe, aber dann haben wir es, dann kriegen wir das hin. Sehr gut. Und da wird auch schon fleißig gewerkelt, erstmal an den Morgensternen. Darf nur nicht vergessen, die auszurüsten. Alter, und die Bäume hier wachsen auch schon wieder. So, wie geht's denn hier im Untergrund voran? Ja, da wird schon fleißig gearbeitet, sehr schön. Und hier ist massig Kohle. Die lasse ich alle mit abbauen. So, aber wo ist denn Sand eigentlich? Ist das hier Sand? Ja. Aber den werden wir doch woanders auch noch herkriegen. Wenn es hell ist, dann sollte das irgendwie hinkommen. Oh, und da kommt jemand. Und da laufen sie gleich alle wegen dem einen Zombie. Musst du nicht gleich alles wegschmeißen, Leute. Was haben wir denn für Aufgaben? Basic Processing und jage ein Tier. Na gut, das kriegen wir hin. So, der Zombie ist tot und hat sein Hirn fallen lassen. Das brauchen wir nachher für Zaubertränke und solche Späße. Also, das nur so weit. Oder das nur dazu, das wollte ich eigentlich sagen. So, unsere Jungs sind hier eigentlich ziemlich gut bei der Sache, würde ich sagen. Hier wird fleißig gearbeitet. Ich habe so ziemlich alles hergestellt. Wir haben Essen, wir haben Betten. Und unsere Mine wird auch schön langsam, was? Ja, ganz genau. Oh, neue Aufgabe. Ah, Basic Processing. So, das heißt Advanced Illuminating. Wandlampe, Minenlampe, Laterne und tragbare Lampe. Sehen wir uns gleich mal an. Minenlampe, da braucht man Öl dazu. Laterne braucht man Öl und Glas. Ja, und fürs Öl braucht man, wie gesagt, Flaschen. Und für Flaschen braucht man auch Glas. Also heißt es jetzt Sand. Ist das hier Sand eigentlich? Ist das Sand oder Erde? Wenn das Sand ist, dann werde ich hier mal ordentlich abbauen. Ich meine, ich werde hier auch so ordentlich abbauen. So ist es ja nicht. Ja, das Portal ist ein bisschen schwach gesetzt. Das gebe ich zu. Mache ich ihm hier noch eins. Dann sollte ihm das Ganze leichter fallen. Jo, sieht gut aus, würde ich sagen. Ich lasse jetzt die ganzen Zwerge jetzt nur nochmal ihre Sachen reinräumen. Und hier ein bisschen graben. Und beim nächsten Mal, weiß ich noch nicht, um was wir uns genau kümmern.
Wie gesagt, wenn wir die Basic Weaponry fertig haben, dafür brauchen wir aber noch ein bisschen was, da müssen wir uns noch ordentlich Waffen herstellen. Dann kommen wir hier zu Holzzaun, Falle, Käfig und Holzsperre. Sieht auch spannend aus, finde ich. Was gibt's denn da noch? Fishing, Decorating, Processing, Farbe, Stoff, Papier, Stahl und dann Komfortbetten und solche Sachen. Also ihr seht, was da noch alles drinnen ist. Das ist cool. Angeln, Eimer mit Würmern, gebratener Fisch, Schwimmhilfe. Also wir haben hier noch massig zu tun hier bei Craft the World, möchte ich jetzt nur mal sagen. So, kannst du ihm eins hier über den Schädel ziehen? Danke. Oh, mit einem Schlag K.O. So macht man das. Wo will der hin, dass er zu Fuß geht? Weil die Portale wären hier beide auf. Oh, und schau mal, die hat sich hier schon ein richtig schönes, großes Loch gegraben. Bin gespannt, wann die rauskommt zu uns. Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Ja, hier wird fleißig gewerkt. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle tut sich ja jetzt dabei nicht allzu viel. Und, ah ja, da ist gleich eine, da sind gleich zwei von den Biestern. Hier, Attacke. Oder das ist ein bisschen verbuggt. Kann auch sein. Das ist auf alle Fälle alles Sand hier und den bauen wir jetzt auch gleich ab. Das ist schön. Ja, hier muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Die Mine ein bisschen mehr strukturieren oder so. Aber fürs Erste passt das schon. Und mach sie fertig. Ah, da kommen sie gleich. Da kommen gleich alle angerannt. Ich werde hier jetzt mal einen Gang graben. Setze ich auch hier gleich ein Portal hin. Und dann kann ich hier die Kohle abbauen und hier die Kohle abbauen. Ja, ich werde hier gleich alles abbauen, weil ich glaube, das ist ja Sand. Das brauchen wir dann. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's hier wieder mit einer Folge von Craft the World. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.